Vielleicht hast du noch nie etwas von New Workern gehört. Vielleicht hast du schon mal das Wort New Work gehört und hast dir die Frage gestellt, was ist das denn jetzt schon wieder Neues? Vielleicht bist du ein Mensch, der schon lange verstanden hat, dass die Welt, die berufliche Welt da draußen so nicht weitergehen kann. Vielleicht bist du jemand, der gerade nach Plan B sucht und händeringend nach anderen Formen der Zusammenarbeit oder des Wirkens sucht. Hey, ich bin Sandra, herzlich willkommen zu unserem New Worker Podcast. In dieser Folge werde ich dir erzählen, was ist ein New Worker, wer bin ich, wie kommen wir darauf, dafür einen Podcast zu machen und auf was kannst du dich hier freuen. Es lohnt sich auch ganz bis zum Schluss zuzuhören, denn ich habe dir etwas zu verkünden, auf was wir uns lange gefreut haben und was wir lange vorbereitet haben. Dazu erzähle ich dir später mehr. Was ist ein New Worker? New Work beschreibt im Grunde nur eine Geisteshaltung von Menschen, die sagen, irgendwas da draußen im Job läuft schief. Es ist mir zu viel Machtmissbrauch, zu viel Ohnmacht. Es gibt die Großen und die Kleinen. Es gibt die, die viel zu sagen haben oder die, die wenig zu sagen haben. Es gibt die Menschen, die finden Führungsthemen mega toll für sich selbst, allerdings mehr für ihr Ego. Es gibt Menschen, die finden Führungsthemen super interessant, möchten aber nicht in die Fänge dieser Machtspielchen kommen. Also zeigen die sich erst gar nicht. Dann gibt es die heimlichen Führungskräfte und dann die, die gar nicht führen wollen und trotzdem in solchen Positionen sind. Ja, und in diesem ganzen irren und wilden Konstrukt gibt es ganz viele Menschen, denen geht es halt schlecht. Es gibt ein paar wenigen, denen geht es richtig gut, zumindest nach außen hin. Die haben eine Menge Geld, die haben sehr viel Erfolg und die glauben immer noch, dass Karriere das Glück des Lebens darstellt. Vielleicht bist du aber auch jemand von denen, von ganz vielen übrigens, die schon länger sagen, ey, ganz ehrlich, Glück sieht für mich möglicherweise ganz anders aus. Ob das so ist und wenn ja, warum das so ist oder was du anders machen kannst, das sind all die Fragen und möglichen Antworten für die New Worker Welt. Wenn du jemand bist, der Arbeit neu denken möchte, wenn du jemand bist, der sagt, ich wünsche mir viel mehr Menschlichkeit im Unternehmen, ich wünsche mir viel mehr menschliche Entscheidungen oder auch menschenfokussiertere Planungen, wenn du jemand bist, der sagt, geht es ja eigentlich nur noch um Geld, geht es nur noch um Macht, geht es nur noch um Ego, dann bist du vielleicht ein New Worker. Vielleicht nennst du das nicht so. Wir haben nach einem Namen gesucht, um dir und deiner Sehnsucht ein Gesicht und eine Form zu geben. Wer sind wir? Ich bin Sandra und das Wir ist Martin. Sandra und Martin, ein Unternehmer-Ehepaar und auch ein Liebes- und Ehepaar im echten Leben. Wir haben beide sehr, sehr differenzierte berufliche Werdegänge erlebt und haben jetzt seit 3, 4 Jahren unsere Kompetenzen zusammengelegt. Und wir haben hier im Lake House, einem schönen Seminar- und Eventhaus, eine Academy gegründet für New Worker, die New Worker Academy. Und ganz bewusst sagen wir, wir wollen nicht New Work, also das Unternehmenskonzept stärken oder die Unternehmen, sondern wir möchten für die Menschen da sein. In ihrer Persönlichkeitsentwicklung, im Großwerden lassen ihrer Vision. Wir möchten ihnen wieder erlauben zu träumen und neue Ideen zu entwickeln. Und vor allem möchten wir diese Menschen zusammenbringen und ihnen in der Begegnung ermöglichen, sich auszutauschen über ihre verrückten Träume, über ein neues Leben, über viel mehr Liebe im Miteinander. Und Liebe ist für uns ein ganz natürlicher Zustand, mit dem wir im Übrigen auch geboren werden und der aus irgendeinem Grund in unserem Kulturkreis als was Komisches, Seltsames, Privates, Persönliches, Psychologisches oder noch schlimmer etwas Esoterisches betrachtet wird. Das ist totaler Bullshit. Wir sagen, Arbeit ist sichtbar gemachte Liebe. Wir sagen, wir sprechen von der Kunst,
Unternehmen, Unternehmungen zu lieben oder auch Unternehmer und Unternehmerinnen. Wir reden davon, dass das Glück, dass wir in alles reinfließen lassen, für was wir uns engagieren, natürlich viel mehr Freude macht, viel glücklicher macht und schlussendlich auch erfolgreicher macht, weil wir fest davon überzeugt sind, dass die Liebe, das Licht, die Weisheit, das Können, die Kompetenzen, die Ethik, ein hohes Niveau, sich auf Augenhöhe zu begegnen, immer in Erfolg mündet. Und ja, auch in finanziellem Erfolg, in materiellem Erfolg, in Erfolg, was Ressourcen angeht. Ja, und dafür engagieren wir uns. New Work bedeutet für uns nicht nur die Rahmenbedingungen zu verändern, allerdings auch. Es braucht Rahmenbedingungen der großen Entscheider, um Menschen in einem Unternehmen und Teams sowas überhaupt zu ermöglichen. Kultur braucht Struktur und Struktur braucht Kultur. Und für uns ist eine New Worker Kultur ein Mindset, eine Kultivierung von sehr respektvollem und ethischem Miteinander. Es geht darum, Vertrauen aufzubauen. Es geht darum, aus Fehlerkulturen eine Lernkultur zu machen. Uns geht es darum, dass Menschen stärkenorientiert miteinander arbeiten und nicht schwächenorientiert. Und wenn ich Vertrauen aufbauen will, dann brauche ich eine hohe Bereitschaft, in Beziehung zu gehen. Es gibt nämlich überhaupt gar kein Teamwork, ohne dass du in Beziehungen gehst. Und darüber reden Menschen so wenig, darüber reden Führungskräfte wenig und darüber reden auch Teams zu wenig und oft auch gar nicht. Um dir diesen Shift leichter zu machen, um dir Recht zu geben in deinem Gefühl von Sehnsucht oder deinem Gefühl von, so kann es doch nicht weitergehen, das kann ich nicht mehr, das will ich nicht mehr und diese Bereitschaft habe ich nicht mehr, dafür sind wir in der New Worker Academy da und dafür haben wir die auch gegründet. Wenn es dich also interessiert, diesem Podcast zu folgen, diesen Themen und den Gästen, die wir einladen werden, und es werden New Worker sein, ganz normale Menschen, die einfach die Arbeit neu denken möchten im psychologischen und strukturellen Bereich, dann lohnt es sich tatsächlich, dass du diesen Kanal abonnierst, dass du ihn teilst, dass du ihn weiterempfehlst und weitererzählst und bitte nur Menschen, die diesem Gedanken positiv folgen möchten. New Worker möchten nicht überzeugen, sondern New Worker begegnen einander, um zu sagen, hey, was kannst du und was kann ich und wie können wir das zusammenlegen, um das Ganze noch viel größer zu machen. New Worker sind große und kleine Visionäre und Visionärinnen, um ihre Träume zu nähren und groß werden zu lassen und einfach der Welt zur Verfügung stellen, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Ganz gleich, in welchem Alter du bist, in welcher Generation du geboren wurdest, wie viel Erfahrung du schon mitbringst im Leben. Wir brauchen alle Perspektiven, wir brauchen alle Sichtweisen, wir brauchen Traditionen, wir brauchen ein paar tradierte Entscheidungen, wir brauchen aber auch das verrückte Neue außerhalb der Komfortzone, außerhalb dessen, was dir vertraut ist und außerhalb dessen, was dir möglicherweise bisher auch bekannt und gewohnt ist. Alles, an was du dich zu sehr gewöhnst, schränkt dich auch irgendwann ein. Dann befindest du dich in irgendeiner Bubble, die im Grunde dich nicht weiterbringt, sondern die dich eher hemmt. Dann orientierst du dich nur noch an dem, was dir tatsächlich vertraut ist. Ja, und ob es das dann wert ist oder ob es dich wirklich weiterbringt, ist die spannende Frage. Aus diesem Grunde finden wir, braucht es Gesprächspartner und Begegnungen, mit denen du wirklich, wirklich, wirklich über den Tellerrand gucken kannst. Du brauchst kritische Fragen, neue Antworten. Du brauchst Themen der Selbstführung, der Selbstorganisation. Du brauchst Ideen, wenn du zu anders wahrgenommen wirst, wie du dennoch glücklich sein kannst, wie du dich richtig fühlst, wie du deine Art der Persönlichkeit stärkst. Generell ist es hilfreich, wenn du deine Charakterstärken hervorholst.
Es gibt immer wieder Menschen, die sagen, ja, da sind so schwierige Charaktere in unserem Team oder in meinem Team. Und ganz oft sage ich dann, was ist denn bitte ein schwieriger Charakter? Vielleicht ist es ja nur ein Mensch mit Charakter. Ein Mensch mit Charakter ist nicht einfach. Logisch, der hat ja Charakter. Die Frage ist, wie kannst du dem gut begegnen, um mit dessen Stärke was Größeres zu kreieren für diese Welt? Und dann kommt natürlich auch die Frage, wie gehst du mit dir selbst um? Was ist denn mit deinem Charakter? Vielleicht bist ja auch du der schwierige Charakter und nicht der andere. Vielleicht ist dein schwieriger Charakter deine Ecken und Kanten. Ich liebe Ecken und Kanten, denn dadurch wirst du zu einer Persönlichkeit. Je mehr Perspektivwechsel gewünscht ist, umso mehr tauchst du in eine New Worker Kultur ein. Auf Augenhöhe, interessiert aneinander, selbstverantwortlich für die eigene Gesundheit und für das eigene persönliche Glück. Frieden ist eine Entscheidung. Freiheit ist eine Entscheidung. Etwas verzeihen können ist eine Entscheidung. Wie entscheidest du dich? Entscheidest du dich, in deiner Ohnmacht zu bleiben? Entscheidest du, deine Macht zu missbrauchen? Entscheidest du, auf Augenhöhe zu gehen? Entscheidest du, dass du dich auch am Glück und am Erfolg anderer erfreust? Entscheidest du dich dafür, dein Glück und deine Stärken überhaupt hervorzubringen und zu zeigen? Bist du bereit, ins Licht des Lebens zu treten? Bist du bereit, deine Stärken, dein Können, deine Träume, deine Visionen der Welt überhaupt zu zeigen? Oder hast du Sorge davor und Angst davor, dass man dich dann komisch anguckt und dass du zum Außenseiter wirst, obwohl du längst weißt, dass du einer bist, weil du das so willst? Du willst nicht Mainstream sein, du willst nicht in diesem Ego-Strom mitspringen. Du willst wahrscheinlich was ganz anderes. Sonst hättest du A, nicht bis jetzt hier zugehört und B, diesen Podcast wahrscheinlich auch gar nicht gefunden. Ich habe zu Beginn gesagt, dass es sich lohnt, wenn du bis zum Schluss zuhörst. Wir haben einen Club, eine Community gestartet. Am 1. April geht es los mit den ersten 100 Menschen. Und wenn dich das interessiert, wenn du mit Gleichgesinnten zusammenkommen möchtest, wenn du wirklich dich austauschen willst, wenn du frei bist von Wettbewerb, das ist super wichtig in dieser Community, sondern wenn du wirklich daran interessiert bist, über dich hinauszuwachsen und genauso dem anderen was zu geben, damit der größer und stärker wird, dann bist du hier richtig. Dann guck dir auf jeden Fall hier die Shownotes an. Abonniere auf jeden Fall den Kanal, connecte dich mit uns über die Social Media und hör dir die nächste Folge an, weil in der nächsten Folge wird dir Martin erzählen, wie er zum New Worker geworden ist, warum er im Grunde erst sterben musste, um zu wissen, was Leben bedeutet. Danke, dass du hier jetzt zugehört hast und ich hoffe, wir sehen und hören uns bald persönlich. Danke.